Herzlich willkommen zurück. Wir gehen jetzt in die Installation von Images mit Hilfe des LabDo Installers. Das ist ein kleines grafisches Werkzeug, mit dem man die entsprechenden Images auswählen und dann auf einen Laptop klonen kann. Zunächst hängt ihr die USB-Festplatte ein oder verbindet euch mit dem Server, je nachdem, wo eure Images liegen. Die solltet ihr regelmäßig von unserem FTP-Server herunterladen, weil sich diese Images doch ein-, zweimal im Monat auch ändern, weiterentwickeln. Ihr seht hier die B-Platte, also unter Linux wird das mit erste interne Platte A und dann meistens B, C, D entsprechend durchnummeriert. Diese Festplatte ist jetzt noch nicht gemountet gewesen mit dem Minus. Wenn ich sie aber entsprechend einmal anklicke, dann wird es in ein Plus umgewandelt. Das heißt, die Festplatte ist jetzt gemountet und ihr seht auch die verschiedenen Images. Vorne vor 32-Bit-Image, 64-Bit-Image, das hängt von eurer CPU ab, die ihr einsetzt. 1804 ist die aktuelle Basis, auf der wir arbeiten. Das ändert sich alle 2 Jahre. Und dann seht ihr hier die Basis-Images, die 32 und 64-Bit ohne Anhänge. Die sind recht klein, allerdings auch ohne Lerninhalte. Da hat also eine Schule nur bedingt etwas davon. Dann gibt es fertige Pakete in Englisch, passend für eine 80er-Platte, in Spanisch und Französisch. Die brauchen Stand heute auch ungefähr 80er-Platten Minimum. Und dann in Englisch, weil es da sehr viele Lerninhalte gibt, haben wir es mal für eine 80er, für eine 160er und für eine 200 bis 250er Gigabyte Festplatte schon zusammengestellt. Das Ganze wird natürlich dann recht umfangreich. Und dann haben wir hier eine spezielle Lösung für deutsche Integrations- und Flüchtlingsprojekte. Das sind dann so Deutschkurse und Materialien drauf, die für die Integrationsarbeit ganz hilfreich sind. Ihr müsst dann später auswählen, welches Image für das empfangende Projekt, für das ihr den Laptop vorbereiten wollt oder Computer vorbereiten wollt, welches Image da am besten passt. So, nachdem das Laufwerk eingehangen ist, also noch der Hinweis, beim Server wird das Ganze hierüber funktionieren. Das heißt, ihr könnt das Netzwerk scannen lassen oder ihr könnt direkt die IP mit dem Ordner oder Share-Namen mit Zugangsdaten, Passwort etc. eingeben. Das würde ich in einem späteren Beispiel dann auch nochmal zeigen. Dann startet ihr den LabDo Installer. Er zeigt euch das Laufwerk an, auf das ihr installieren könnt. Da müsst ihr schauen, dass das nicht eure Quelle ist. Manchmal gibt es auch Laptops ohne interne Laufwerke. Da muss man dann erstmal was einbauen. Also hier wird er vorschlagen, auf SDA zu installieren. Das wäre auch okay. Er gibt dann an, ob ihr eine 32 oder 64-Bit CPU habt. Das solltet ihr auch entsprechend auswählen, weil ihr könnt zwar ein 32-Bit-Image auf dem 64-Bit-Rechner laufen lassen, aber nicht umgekehrt, ein 64-Bit-Image auf dem 32-Bit-Rechner funktioniert nicht. Hier oben werden die Anzahl der Löschläufe eingestellt. 3 ist das, was wir empfehlen als sicheres Löschen. Manchmal bekommen wir auch Rechner gespendet von Unternehmen oder von zertifizierten Datenlöschungen. Da können wir natürlich dann auch mit 0 sagen, wir wollen keine Löschung. Aber sicher ist sicher, 3 solltet ihr voreinstellen. Ich mache es jetzt für das Tutorial hier auf 0, weil das dauert recht lange, mehrere Stunden teilweise, je nach Festplattengröße. Zielplatte ist SDA, hatten wir drüber gesprochen. Die Größe ist 240, also da hätten wir jetzt mehr Möglichkeiten. Können wir fast alle Images auswählen und jetzt müsst ihr hier das Image wählen. Dafür müsst ihr an den Ort navigieren, wo das Ganze ist. Es würde nicht reichen, wenn ihr hier auf dieser Ebene jetzt bleibt, sondern ihr müsst gezielt sagen, ich will jetzt für den Fall zum Beispiel das 32-Bit-Image mit dem Ordner öffnen, mit den Dateien öffnen und dann wird auch das Image übernommen. Hier könnt ihr schon optional einen Hostnamen einsetzen, wenn ihr also schon wisst, wie das Gerät, unter welcher Nummer das Gerät bei uns in der Datenbank online registriert wird, dann wird hier schon direkt der Hostname voreingestellt. Ansonsten habt ihr aber später die Möglichkeit, nach der Installation das auch entsprechend noch zu ändern.
Dann wird hier nochmal kurz quittiert. Also die Festplatte wird in dem Fall nicht gestreckt. Wie gesagt, nur fürs Tutorial, sollte nicht bei euch so sein. Image und Hostname. Und wenn ich jetzt das Ganze bestätige, dann holt er sich die Daten von der Festplatte, macht hier die Einstellungen am System und gleich seht ihr einen Fortschrittsbalken und dann läuft das Ganze jetzt rund in dem Fall 3-4 Minuten. Es hängt jetzt davon ab, wie groß ist das Image, wie schnell ist euer Netzwerk oder eure Festplatte. Das kann manchmal auch 30, 60 Minuten bis zu 2 Stunden dauern, wenn ihr eine langsame Umgebung habt. Ich melde mich jetzt gleich später nochmal. Wir springen jetzt in der Zeit nach vorne. Das geht ja so schön bei Videos. Bis gleich. So, hier sind wir wieder zurück. Wir sind jetzt am Ende des Installationsprozesses. Nachdem die Daten aufgespielt wurden, werden gleich noch die Partitionen angepasst. Das heißt, der gesamte verfügbare Platz auf der Festplatte wird dann zugänglich gemacht. Und sofern ihr den Hostnamen vorbelegt habt, wird entsprechend auch gesetzt. Dadurch heißt jeder Rechner entsprechend auch nach seiner ID-Nummer. Und das hat den Vorteil, wenn die mal in einem Netzwerk zusammen sind, heißen nicht alle gleich. Sonst wären Postbote mit identischen Hausnummern auch überfordert. So ähnlich ist das im Netzwerk dann auch. So, jetzt werden noch ein paar Prüfläufe gemacht. Und danach ist das System dann einsatzbereit. Ihr braucht es eigentlich nur noch runterfahren, neu starten und dann könnt ihr sofort mit dem Rechner loslegen. Hier kommt entsprechend die Meldung, das Image ist draufgeklont und ihr seid durch damit. Dann runterfahren und neu starten. Viel Spaß mit dem Lernsystem von LabDo.